So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go. Und eigentlich wollte ich ja gestern schon, dass die 7 Tage 7 Stops Folge raushauen, nach der verlangt wurde, die gewünscht wurde, wie auch immer. Dann habe ich gedacht, mache ich das heute, weil wieder was dazwischen kam. Heute geht es aber auch nicht, denn heute kommt auch wieder was dazwischen. Also man kommt nie dazu, einfach mal das zu machen, was man will, weil man immer was anderes machen muss. Aber man will ja aktuell sein, man will ja up to date sein. Und ich finde, das ist eine wichtige Info. Es geht nämlich um die Belohnung der Go Battle League, die wahrscheinlich auch schon sehr bald losgehen wird. Kurz davor noch gesagt, momentan ist ja auch das Raid-Wochenende mit Latios und Latias, die ihr auch als Shiny bekommen könnt. Und irgendwie interessiert mich das überhaupt gar nicht. Also ich habe überhaupt keinen Anreiz loszugehen, Raids zu machen, eine Tour zu machen, geschweige denn irgendwas hin und her. Ich habe damals schon eigentlich relativ gute Pokémon mit guten IV bekommen von den beiden. Ich habe beim letzten Mal, als sie wirklich shiny da waren, habe ich eine Raid-Tour gemacht mit Kenny, Extremely, mit Pupsi, in Ilmenauli, überall. Wir haben da auf jeden Fall richtig gut abgesahen. Habe ich auch ein richtig schönes, fettes Video dazu gemacht, wie wir eine Raid-Tour gemacht haben, was richtig Spaß gemacht hat. Bei Latios und bei Latias eben auch. Im Prinzip bin ich gut versorgt. Ich habe Shinies davon, ich habe gute IV davon, ich habe sogar Lucky Shinies davon. Und deswegen interessiert mich das momentan jetzt nicht so sehr. Bei Heatran ist es eigentlich so ähnlich. Genügend Shinies sind vorhanden, IV sind auch vorhanden, also. Trotzdem, gestern haben die anderen, Fischi und Kotbrot und Kotbrötchen und Viand und wie sie alle heißen, Juli war auch am Start, haben direkt vor der Haustür hier an der Home Arena einen Raid gemacht, haben gesagt, ob ich rauskomme zur Unterstützung. Da habe ich einfach meinen täglichen Pass weggemacht beim Raid an der Home Arena. Und was ist passiert? Natürlich das erste Latias, was ich gemacht habe, seitdem das Wochenende jetzt ist, direkt shiny. Also das hat die anderen auch geärgert. Die haben am Tag bestimmt schon 10 Stück gemacht und nichts gehabt. Und gut, glaub doch, die hatten auch was. Und danach lief es aber trotzdem auch noch gut, auf jeden Fall. Die Rate ist sicherlich wieder erhöht, weil die ja jetzt nur eben die paar Tage da sind. Aber trotzdem, erster Raid gemacht von den Dingern seit der Rückkehr und direkt auch wieder ein Shiny abgegriffen, was ich eigentlich gar nicht brauche, was ich eigentlich auch wieder abgeben könnte. Jetzt aber zum eigentlichen Thema, die Belohnungen der Go Battle League. Da hat der Kollege Max Beckmann hier wieder einen richtig schönen Artikel verfasst. Hier seht ihr auch die Medaillen, wie die so aussehen könnten, diese für die Ränge, diese Belohnungsmedaillen. Und wir gucken uns das mal kurz an, was hier alles steht. Die Go Battle League ist wahrscheinlich das Feature mit den meisten Erwartungen des Jahres 2020. In ihrer Datamine haben die Pokeminers nun die Belohnung der ersten Saison entdeckt. Start der Saison im Februar. Es wurde nämlich bereits bekannt gegeben, am 1. März 2020, 22 Uhr, endet die erste Saison. Und eigentlich gehen die immer 2 Monate, sprich, ich meine, ich brauche es eigentlich nur vorlesen, es steht ja alles immer da. Jede weitere Saison im Kalender des Codes für genau 2 Monate bis Juli 2028. Alter, was? So lange? Was ist mit denen los? So lange lebt doch keiner mehr. Auf jeden Fall deutet alles darauf hin, dass es irgendwie im Februar schon losgeht. Die also den ganzen Februar dann und den März, diese 2 Monate für die erste Saison Zeit habt, eure Ränge da zu pushen, Belohnungen abzuholen. Jetzt ist schon Ende Januar, also es müsste bald losgehen, wenn man es danach sieht. Bis 2028 streckt sich das Ganze, ist der ganze Kalender schon vollgepfropft. Was haben wir noch? Insgesamt wird es 10 Ränge geben. Jetzt wissen Sie auch die Anforderungen für den jeweiligen Rang. Zur Website, Medaillen der verschiedenen Ränge haben wir auch hier gehabt. Anforderungen, hier seht ihr eine Liste mit allen 10 Rängen und den Anforderungen. Rang 1 keine, Start auf Rang 1, was ja normal ist. Rang 2 erreicht ihr mit 5 Kämpfen, wenn ihr 5 bestreitet einfach. Rang 3 weitere 5 Kämpfe, also 10 Kämpfe insgesamt, seid ihr Rang 3. Bei 13 Kämpfen seid ihr bei Rang 4. Dann braucht ihr 16 Kämpfe, müsst aber mindestens 3 Siege auch mal erreicht haben für Rang 5.
dann insgesamt 6 Siege für Rang 6, 11 Siege für Rang 7 und dann geht es plötzlich mit Punkten los. 1800 Punkte für Rang 8, 2100 für Rang 9, 2700 Punkte für Rang 10. Was genau es damit auf sich hat, weiß man jetzt noch nicht, wie man die Punkte da bekommt und ganz wichtig auch die Pokémon-Belohnungen. Hier seht ihr nämlich, ihr kriegt bei Rang 1 zum Beispiel ein Willkommensglurak, was einmalig erhältlich ist, wahrscheinlich garantiert. Also jeder bekommt zum Start der Battle League auf Rang 1 ein Glurak geschenkt, ein Willkommensglurak eben. Auf Rang 1 könnt ihr trotzdem Serpifeu, Floing, Gotaro, Macholo bekommen. Unbegrenzt, also die könnt ihr mehrmals bekommen, wenn ihr da auf Rang 1 kämpft und macht. Aber ein garantiertes Glurak wäre wohl dabei. Glurak müsste mittlerweile jeder haben. Dann passiert nichts mehr bis Rang 4. Ab Rang 4 mein erstes Zuro-Kex, ähnlich wie Glurak, ein Willkommensgruß vermutlich garantiert. Nach dem ersten Zuro-Kex auch weitere erhältlich. Und Zuro-Kex ist ein neues Pokémon, das gibt es bisher noch nicht. Könnt ihr also mit dem vierten Rang in der Go Battle League dann bekommen. Für alle, die also gedacht haben, ich habe keinen Bock auf Kämpfe, ich bin Pazifist und ich stehe nicht so auf Gewalt. Bruder, selbst die werden einfach draufhauen und wild um sich schlagen, weil sie wollen ja den Pokédex vervollständigen und natürlich einen Zuru-Kex haben. Was es wahrscheinlich nur hier gibt in der Go Battle League, in der Saison, in der ersten momentan, weil das sind ja nur die Belohnungen jetzt für die erste Saison, die in der zweiten Saison können natürlich schon wieder komplett anders aussehen. Aber wer noch keinen Zuru-Kex hat, nämlich niemand, der müsste bei der Go Battle League mitmachen in der ersten Saison und sich da eins holen ab Stufe 4. Stufe 4 heißt, wir gucken nochmal nach, insgesamt 13 Kämpfe machen. Also ihr müsst noch nicht mal gewinnen, ihr müsst nur 13 Kämpfe bestreiten, egal ob ihr gewinnt oder verliert, dann müsstet ihr schon Stufe 4 sein und ein Zuro-Kex bekommen. Außerdem könnt ihr hier Panzer-Aeron, Mediti bekommen auf Stufe 4, ab Stufe 7 dann Relaxo, ab Stufe 7 dann Lapras, Lavita, Lichtel, Schilderus und Kapuno, alles ab Stufe 7. Komischerweise gibt es ab 8, 9, 10 nichts mehr, also nichts mehr, was dazukommt. Eigentlich für mich jetzt alles uninteressant, außer eben das Zuru-Kex. Das ist interessant, das gibt es schon bei 13 Kämpfen, also kein Stress, alles super. Dann habt ihr auch die Belohnungen, die ihr hier sehen könnt. Rang 1 immer so in Pakete in Pakete gewuchtet, da gibt es verschiedene Pakete. Ihr könnt hier von 300 Staub bis 1000 Staub bekommen oder ein Pokémon. Dann 350 Staub bis 1200, Rang 3 400 bis 1400, Rang 4 450 bis 1600, Rang 5 500 bis 1800, dann habt ihr 550 bis 2000, 600 bis 2200, 650. Ivan möchte mir eine Nachricht senden. 650 bis 2400, 700 bis 2600 und 750 Staub bis 2800 Staub. Also das ist schon ein Unterschied, ob ihr nur 750 bekommt oder eben das Dreifache mindestens. Dann könnt ihr auch Sonderbomben erhalten oder eben ein mittleres Staubgedöns. Dann gibt es ja aber noch die Belohnungen vom Premium-Kampf, weil das waren die normalen, die kostenlosen Kämpfe. Das finde ich sowieso richtig asozial, dass schon wieder, ihr könnt euch Sachen kaufen, ihr könnt mit einem Premium-Pass irgendwie statt einem Raid einen Kampf nochmal machen und für den Kampf mit einem Premium-Pass kriegt ihr erhöhte Belohnungen, wo euch also die Raid-Pässe aus den Adern gesaugt werden. Da kriegt ihr nämlich direkt 900 bis 3000 Staub im ersten, wo es hier nur 300 bis 1000 waren. Also es ist die dreifache Menge, 900 bis 3000. Lade-TMs kriegt ihr auch noch und Sonderbonbons. 7 Sonderbonbons wären ihr hier jeweils nur die Chance auf 1 Sonderbonbon gehabt hättet. Dann habt ihr hier 1100 bis 3200, 1300 bis 3400, 1500, wir gucken uns mal das Höchste an, 2700 Staub bis 4800 Staub oder 5 Lade-TM oder 7 Sonderbonbons bei Rang 10. Also wenn ihr für jeden Kampf dann knapp 5000 Staub bekommen würdet, das wäre natürlich schon richtig krass.
Hier wird aber geschrieben, der Hauptunterschied zwischen den kostenlosen Kämpfen und den Kämpfen mit Premium Battle Pass ist die Chance auf etwas mehr Sternenstaub, maximal 2000 mehr, 6 mehr Sonderbonbon, Bonbon, tut mir leid, ich sage immer Bonbon, Bonbon auf jeden Fall, oder 5 Lade-TMs. Der Unterschied zwischen den beiden Kategorien ist in unseren Augen zunächst nicht wirklich merklich, sodass sich die Frage stellt, ob sich ein Premium-Pass hier wirklich lohnt oder ob ein Premium-Pass für einen Raid sinnvoller eingesetzt ist. Anzeige im Battle Hoop. Der Battle Hoop im Versus Seeker zeigt euch aktuell folgende Werte an. Superliga, Hyperliga, Meisterliga, Astrainer, Heldmedaille, alles mögliche, was mit Kämpfen zu tun hat. Ich habe natürlich die Astrainer-Medaille immer noch nicht auf Gold. Die ist bei mir vielleicht bei 200 von 1000 oder so. Das wird auch nie. Ich mache nämlich nie was. Wir sind davon überzeugt, dass Go Battle League schon sehr bald an den Start gehen wird. Fraglich ist jedoch noch, ob die Belohnungen für das Kämpfen und den damit verbundenen Einsatz, Laufen oder Premium Pass als Motivation ausreichen, um genügend Spieler für das neue Feature zu begeistern. 1000 Staub als höchste kostenlose Belohnung im ersten Rang ist nicht gerade viel, wenn man dafür sehr viel Sternenstaub investieren muss, um eine Chance auf einen Sieg im Trainerkampf zu haben. Noch dazu muss der Versus Seeker erst durch Laufen aufgeladen werden. Während dieser Strecke hat man vermutlich deutlich mehr als 1000 Sternenstaub durch das Fangen von Pokémon erspielt. Okay, wir sind also trotzdem gespannt. Ich finde es aber cool, dass es neue Pokémon gibt, auch exklusiv eben in dieser Go Battle League, obwohl das exklusiv, das kann ich gleich wieder streichen. Wir wissen ja nicht, was bei Niantic so vor sich geht. Vielleicht bringen die das ja auch wieder zum Start der Go Battle League in Siebner-Eiern raus oder so. Und ihr könnt das dann eben in der Go Battle League bekommen oder ihr brütet es aus oder es gibt Raids davon, ihr könnt es euch durch Raids erkaufen. Da weiß man ja immer nie genau, was Niantic so macht. Auf jeden Fall interessant, die Go Battle League, richtig fettes Thema, was demnächst im Hause steht. Und habt ihr Bock auf die Go Battle League? Seid ihr bereit? Habt ihr da Bock mitzumachen? Wollt ihr da richtig durchstarten und hängt euch rein? Weil PvP, ich kenne niemanden hier aus der Umgebung, der bei PvP irgendwie wirklich mitmacht oder der bei PvP jetzt da reinstartet und ja, ist ja klar, wenn man niemanden hat, gegen den man kämpfen kann, dann bringt es einem auch nichts, dass man selber gehypt ist, weil PvP ist tot, hier. Es gibt überall PvP-Turniere am anderen Ende der Welt, ne, im Dritten Reich, keine Ahnung, aber hier ist nichts. Ah, die ist auch weg? Gut. Aber die Go Battle League dürfte dann natürlich wieder Schwung in die Bude bringen, neues Leben, neues Feuer entfachen. Wir sind auf jeden Fall gespannt, was das wird, was da auf uns zukommt. Und die Belohnungen sehen doch auch irgendwo vernünftig aus. Vielleicht für viele, denen da was Gutes fehlt, den Bonbons fehlen, die können sich da schön noch gute Pokémon rausangeln. Das war's aber von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, peace out, Vorhaut. Oh, jetzt hab ich mir weh getan. Euer Ramses.